Keine Bange draus, du wirst noch in der Lage sein, dir das Spiel anzuschauen auf dem Backstage Summits YouTube-Kanal. Aber sehen wir uns auf jeden Fall das nächste an, was später auf dem Backstage YouTube-Kanal landen wird. Und das wird MK gegen Tolks sein. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein sehr schmerzhaftes Set, wenn man darüber nachdenkt, wie... Warte mal, hab ich den Gamecode nicht angepasst? Hä, doch hab ich. Was für ein Käse. Hier jetzt. Genau. Also es ist nicht sehr entspannt für Tolk auf jeden Fall, weil... Rick, das ist so ein Charakter, so, wenn du so langsam bist und so, ja, keine Ahnung, nicht so die Mobility hast und nicht die besten Ledge Options hast und nicht die besten, Long Range Options hast und gefühlt alles nicht hast, dann wirst du keinen Spaß gegen Rick da haben, so, ich meine. Ich meine, allein das gerade, dass er von Backhit von Maul E. Cross getroffen wurde, ist eigentlich schon so eine Straftat, also wenn man jetzt ehrlich über nachdenkt. Und da der Throw war sehr smart, hat ihn erstens offstage gemacht und hat den Rage disabled und jetzt an Edge. Oh mein Gott, er wurde so hart ge-MK'd, das hat schon wehgetan. Also das ist wirklich ein Statement auf jeden Fall, was MK hiermit auf jeden Fall in Z bringt. Sehr interessant auf jeden Fall zu sehen. Auf jeden Fall, okay. Lässt sich nicht Holy Water hier auf jeden Fall. Der Tolks bleibt standhaft stabil und... sauber gewaschen, genauso wie dieser Edgeguard, der es auch sehr gut in sich gebracht hat, für den Ausgleich zu sorgen. Aber wer braucht schon Ausgleich, wenn du gegen Richter spielst? Weil dieser Charakter, der wird dir keinen Spaß bringen. Ich meine, entweder du tötest ihn mal 3 oder der hält dich für 3 Jahre in der Ledge. Also, da muss ich halt entscheiden. Also, anders geht's halt nicht. So. Und das geht einfach weiter und weiter. Die Projektile fliegen und fliegen. Und das Holy Cross wurde gefangen. Zebra Coaching wurde erhört. Leute, 15 Euro auf Metafile die Stunde, wenn ihr dabei sein wollt. Ich hab Spaß, ich hab kein Metafile. Die haben mich gegönnt, die Hunde. Aber ja, also wenn ihr dafür bereit seid, dann wisst ihr auf jeden Fall, wo die Anlaufstelle ist. Oh, und er geht für den Jump Zeitbeer. Und Tolga hat sich richtig gefühlt gerade. Er hat den inneren Skyjail bei sich gefühlt, obwohl er keinen Jumpgatter gecallert hat, sondern einfach Option Coverage betrieben hat. Sehr schön aber auf jeden Fall, dass er damit auf jeden Fall ein Lead holen konnte. Weil ich glaube, das ist Tolga nicht so gewohnt gegen Richter auf jeden Fall. Vor allem so in einem Kaliber wie MK, weil sie denkt, okay, Buddy, wann fange ich eigentlich an, das Spiel zu spielen so? Also, wo fängt es eigentlich an so? Ich meine, so, weil du bist Close Range, dann kommt dieser Upbe, du bist auf Long Range, dann kommt dieses Holy Cross, dieses Holy Water, du bist ein Ledge. Ja, okay, dann kannst du gleich den Controller wegschmeißen. Erstmal kurz, keine Ahnung, dir erstmal Bubble Tea gönnen oder so, ich weiß nicht. So. Apropos Bubble Tea, vergiss nicht Leute, bei Rise of PBT, was jetzt nicht stattfinden wird, sind sehr viele gute Bubble Tea-Läden. Also wenn ihr darauf Bock habt, dann sagt euch Bescheid. Ich finde es auf jeden Fall sehr verrückt, auf jeden Fall, dass Tolk hier für die ganzen Jump Cards geht. Obwohl MK jetzt hier prominently sehr wenig für diese Jump Getups gegangen ist oder generell so Jump Ledge hier jetzt schon wieder für so eine Rolle. Also er geht wenig für diese Jump Options. Und ich glaube da diese Jump Zeitbeats machen, das ist glaube ich so ein Ding so, du machst einfach, wo du es machen willst. Aber nicht, weil es dir das optimal ist oder weil es etwas ist, was den Spieler so outcallt. Ich meine, ich kenne selbst so, ich bin selbst gerne so ein Masher, also gerne mal Knöpfe so. Wie alle von meiner Position, so ein bisschen auf Quicklane spannen. Aber der MK denkt so, ja, nee, Digi, ich bin nicht so ein Quickplay-Gestalt-Typen. Ich bin eine Maschine, die einfach hier komplett zerreißt und das macht auf jeden Fall gut mit dem Holy Cross auf jeden Fall und dem ganzen Holy Water. Sorgt auf jeden Fall dafür, dass er seine 10 Millionen GSP auf jeden Fall gerecht wird, auf jeden Fall. Oh, diese Crackhead zeigt mir auf jeden Fall dafür gesorgt, dass sie jetzt komplett Kontrolle verloren hat. Und schon wieder diese Rolle von MK. Ja, macht die jetzt auf jeden Fall ein bisschen öfters. Schon auch sehr wenig Jumps, die Tolga jetzt auf jeden Fall versucht hat, öfters zu catchen. Und da hat MK für den Punish nicht geholt. Also, richtiger Gönjamin auf jeden Fall hier am Start. Und auch schon wieder, das war... Oh mein Gott, der MK, der gönnt ihn auf jeden Fall sehr viel auf jeden Fall. Und auch schon wieder. Und obwohl, nee, diesmal... Oh mein Gott, das war so close, ey. Ich glaube, hätte diese Ups mich getroffen, ich glaube, Tolks wäre einfach straight up in den Backrooms gelandet. Seien wir mal ehrlich. Auf jeden Fall sehr schön hier, wie er es ausspielt. Okay, wird vom Holy Cross getroffen und das beendet das leider. Das ist natürlich sehr schmerzhaft, wenn man denkt, so, dass Tolks so schwer dabei war, auch am Anfang des Games vielleicht für sich entscheiden zu können. Aber MK denkt sich so, ja, nee, Mann, ich bin einfach zu stramm gebaut. Ich lasse diese Katze nicht einen Zentimeter über meinen Rasen hier, aka meine Ledge, also. Ja. Können wir kurz dabei erwähnen, dass wahrscheinlich gerade keine Person hier ist, wie mein Commentary, außer die zwei, die hier sein müssen, wegen dem Set. Das ist immer sehr witzig zu sehen. Abseits davon auf jeden Fall. Ja, ist wirklich jemand hier, echt die Geisterstadt hier.
Apropos Geisterstadt, gehen wir erstmal hier ins nächste Match. Hier, Pokémon Stadium. Auch sieht auch gefühlt aus wie so eine Geisterstadt. Diese ganzen Leute, wo man einfach gar nichts sieht, die einfach alle so einheitlich, wie so ein einheitlicher Brei einfach programmiert sind. Was natürlich an der Leistung der Switch natürlich liegt. Das ist einfach ehrlich, also. Aber abseits davon auf jeden Fall teuer hier auf jeden Fall. Sehr, sehr stabil mit der Neutrubi. Versucht sich hier am Ball zu halten. Nicht nur am Ball, sondern auch am Set auf jeden Fall. Und da sagst auch gut der Biodiesel, dass der MK den Fluch des dritten Plattes brechen muss. Und vielleicht schafft er es auch. Vielleicht wird er aber von Toygets einfach bahnbrechend einfach zur Strecke gebracht. Wer weiß. Also es kann einfach in beide Richtungen gehen. Und ich denke, das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Wendung, die sich hier einnehmen kann. Hier auf jeden Fall schöne Dashes mit der Side. Die hat auf jeden Fall nicht so viel geholfen. Und ja, auf jeden Fall. Also geht hier wieder dafür und sehr risky. Oh mein Gott, der Rage. Er ist so aufgeladen. Das ist unfassbar. Also so sieht es also aus, wenn er... Oh mein Gott. Das sieht aus wie so ein Dieselauto, wahrscheinlich voll getankt ist und bereit ist, mal auf Vollgas zu gehen. Das ist dieser Tolga, der auf jeden Fall genauso schnell, wie er seinen Tank aufgefüllt hat, ihn wieder verbraucht hatte, den er jetzt mal schön von Richter verprügeln ließ, von der schönen Peitsche. Not safe for work hier auf jeden Fall, was man hier mitsieht. Sehr viele Äxte, sehr viele Peitschen, das sieht ja fast schon so aus wie Mittelalter. Genauso mittelalterlich war dieses DI auf jeden Fall, womit sich Tolga auf jeden Fall in den Ruinen treiben lässt. Und keinen Raum lässt, um sich hier wirklich was an Advantage zu holen. Hier hat ihn auch sogar so ein bisschen so den Getup gegönnt. Aber ich meine, Tolga hat einfach schon gewartet und hat dafür den Backflow gegönnt. Also, ich meine, Elise, hast du etwas bekommen, so. Aber hier sehe ich es auch. Also, er muss auf jeden Fall ein bisschen mehr aufpassen, so diese Royal Getups mit zu catchen. Aber wer macht Royal Getups catchen, wenn du einfach reingehen kannst mit das Side-View, so ein totaler Crackhead, und einfach reinjuken kannst. Also, seien wir mal ehrlich, so. Weil ich meine, der Tolga macht das hier vor. Oh mein Gott, dieser Callout, der war aber saftig auf jeden Fall. Wie Bonky Donkey jetzt sagen würde, sehr cremig unterwegs auf jeden Fall. Und jetzt mit der Landing Side B auf jeden Fall auch ein sehr schönes Mix-Up. Das ist so ein bisschen das, du denkst dich, Thomas, glaube ich, nee, ich drück nochmal B, jetzt du denkst heute hier. Und auf jeden Fall sehr, sehr gefährlich. MK hat auf jeden Fall die Steam Down B ein bisschen misplaced. Hat dafür gesorgt, dass Tolga auf jeden Fall free von der Ledge wegkommen kann, was sehr, sehr wichtig ist. Und hier die Side-B auf jeden Fall gibt ihn immer und immer weniger Kontrolle und sehr, sehr viel Damage, der reingedrückt. Die Baker, die einfach nicht killt. Oh mein Gott, die wir einfach nicht gönnen, ey. Das ist wirklich unfassbar. Aber die VDR ist dafür nachher. Umso größerer Gönner-Move. Aber was genauso wehgetan hat, ist diese Ledge-Trap Down-B into F-Smash. Der klassische Day-One-Victor, den wir hier gesehen haben. Day-One, aber auch genauso effektiv wie zu Day-One. Es ist unfassbar, was dieser Charakter für Tools hat, die ihn einfach bis zum Ende des Spiels einfach durchballern. Tolga auf jeden Fall sehr, sehr... Ich glaube, er wirkt ein bisschen planlos. Er will so reingehen, aber hat nicht so ganz das Gefühl, wie er reinkommt. Ich glaube, der ist gerade so... Der lebt so von seinen Advantages, aber der weiß so, wie er im YouTube reingehen soll. Er geht ein bisschen zu hasty rein, wird von sehr vielen Projektilen getroffen und Snowboard sehr hart. Aber er ist halt so, er denkt so, okay, ich muss einfach irgendwie das End-Opening bekommen, dann kann ich mein Spiel spielen. So wie jetzt gerade, was er sehr gut macht. Aber wenn er es nicht macht, dann wird er einfach hart gesnowboard von MK. Und ich glaube, da hat er so ein bisschen die Angst. Und ich glaube, diese Angst ist auch ein bisschen etwas, was ihn hier auch ein bisschen in Disadvantage wirft, weil es auch dafür sorgt, dass er mehr so Options geht, für die er normalerweise nicht gehen würde. Also einfach so dieses ruhigere Stage-Control-Based, was ihn einen Win holen könnte. Genauso ein Win mit dieser Side-B, die einfach alles und seine Existenz gecallertet hatte. Oh mein Gott, das war aber wirklich sehr, sehr deftig und sorgt hiermit für einen Ausgleich. MK hier wieder auf dem Weg zu seinem dritten Platz-Curse. Hoffentlich kann er es wieder verteidigen, aber vielleicht kann auch der gute Tolks hier auf jeden Fall es zusammenhalten und dafür sorgen, dass er hier seinen Bracket-Demon noch besiegt, wer weiß. Also, das werden wir in der nächsten Folge erfahren von Brexit Summit Episodes 75. Ja. Okay, Tolga hier, band auf jeden Fall Carlos FD und Battlefield, band auf jeden Fall mehr größere Stages, sorgt aber auf jeden Fall dafür, dass auch einige Stages preisen, die für Richter wahrscheinlich relativ gut sind, wie zum Beispiel ein paar gute Stages, aber auf jeden Fall mal schauen. Also, ich glaube, MK wird wahrscheinlich jetzt so eine Stage opten, die sehr viel Raum gibt und dafür sorgt, dass Instagram einfach nicht rein approachen wird und da so ein bisschen den Ärger geben wird, weil ich glaube, das ist so, worauf diese Gameplay so basiert. Lass den Tolga einfach nicht rein, lass den keinen Spaß am Spiel haben so und lass den ganz schnell Advantage bekommen, weil wenn er Advantage bekommt, dann ist so, ist so seine Win-Condition, sag ich mal, was ich meine. Und für MK ist so seine Win-Condition, dass er niemals reinkommt, so okay. Und wenn diese Condition bekommt, gewinnt der, wenn Tolga seine Condition reinbekommt, gewinnt der so. Also, es ist
Es ist schon ein bisschen so RNG, wer gewinnt. Ich glaube, die Bets hier sind auf jeden Fall auch sehr... Könnten beide Seiten gehen. Ich bin ehrlich, also... So... Es gibt auch wirklich so diese Push-Momente, so. Wie eben gesagt, Ledge-Drop-Setup, so. Also es gibt sehr, sehr viele Variablen. Und ich glaube, diese Variablen werden auch auf jeden Fall zeigen, wer hier gewinnt. Weil ich meine, es sind game-mäßig auf jeden Fall sehr gleichatmige Spieler vom Kaliber her, die auf jeden Fall auch so ihre Stärken und auch gleichzeitig ihre Schwächen haben. Und das auf jeden Fall auch zeigen hier als Newcomer, aber eher Newcomer bei Teuer auf jeden Fall, aber halt auch Newcomer an sich so, oder Up-and-Coming Player, die dann so ein bisschen zeigen, so, yo, ich habe hier meine Tools und ich zeige auf jeden Fall, was ich drauf habe. Genauso wie MK es gerade macht, der einfach genauso zeigt, was er drauf hat. Dem erstmal 104% raus und Teuer versucht erstmal mit der Zebra Coaching Tag hier auf jeden Fall das Weihwasser zu catchen, hat es aber nicht hinbekommen, hat aber dafür die Netframing Position, genau das, was er wegen seine Win Condition geht für den Roll Corner. Das war so schön, oh mein Gott. Da werden Leute wahrscheinlich richtig. Okay, krass. Genauso krass auf jeden Fall, wie Teuger auf jeden Fall hier die Kontrolle einfach behält. Geht für diesen Ultra-Callout, die alles benden könnte, aber. Es ist einfach ein Hin und Her. Leute, es ist einfach ein Hin und Her. Also, wirklich. Wirklich, wirklich. Es ist wirklich insane. Was für ein Hin und Her ist einfach jetzt? Also da fehlt mir einfach die Sprache. Oh mein Gott, das war das erste Mal, dass ich MK mit einer Aerial Ballern gesehen habe. Und diese Aerial hat ihn auch gleichzeitig schon einen sehr dominanten, ich sag mal, Advantage geholt auf jeden Fall. Und jetzt geht er mehr für Aerials, ey, ich sag's euch, dieses Zebra-Coaching, das haut einfach rein, so. Ich glaub, es wirkt, ja genau, ja, oh nein! Ah, das hat auf jeden Fall auch reingehauen. Oh, er hat ihn gecatcht! Er hat den Teffer gecatcht. Oh, das ist sehr wichtig. Das ist eine der Win-Condition, die Teufel von Fab, die er auf jeden Fall gut erfüllt hat, die dafür sorgen, dass er das auf jeden Fall weiter rausholen kann. Kontert hier zwar den Weihwasser, aber was bringt dir das, wenn er gleich... Oh, oh, da wird auf jeden Fall rum. Da geht die Spaghetti Bolognese auf jeden Fall sehr gut umher. Genauso umher wie dieser Kill, der sich sehr früh ereignet hat. Und damit auch den jeglichen Leak von Teufel einfach komplett verweigert hat. Okay. Näher. Forward Air. Oh, SD. Sad. So leicht kann's gehen. Leute, also das war der Clean Zero to Death, das wird auf jeden Fall geklippt, auf jeden Fall. Und damit würde ich sagen, 2-1 für Tolx. Sehr mächtige Darbietung auf jeden Fall. Das sieht so witzig aus. Ja, auf jeden Fall, also. Wir haben hier auf jeden Fall zwei Maschinen. Teuger denkt erstmal, nehme ich jetzt den Anruf an oder werde ich hier erstmal kurz ein paar Leute in Smash zerstören? So, ich denke. Perfekt. Meine Freundin hat Fraser als hübschen Kerl gerade bezeichnet. Sie schaut beim Stream zu. Ey, ich habe Fraser schon als cute Boy mal angekündigt gehabt, also so ist nicht. Ah, verstehe. Ey, ist zu schade, dass du nicht da bist. Ich meine Rams, ich meine Falco Tuso, ich meine. Ja. Ja. Ja, wild, wild auf jeden Fall. Ja, krass, also. So, es sieht so bisher so aus, als wäre MKs dritter Platz-Curse stärker als der Losing, als der Winning Record gegen Teuger. Also, das ist schon eine ziemlich kräftige Darbietung auf jeden Fall. Und ich glaube, nicht nur der Twitch hätte es genauso gespannt, wie das nächste Game losgehen wird. Genauso ist auch der gute Nisho gespannt, der genauso gebannt auf sein Handy guckt, wie auf das Set hier, was sich gerade eignet. Ja, Mann. So. Mal sehen, ob, der gute Teux ja auch genauso ein paar Sachen im Disadvantage Calloutet wie beim MK auf jeden Fall die Disadvantage Options. Und what the fuck, ich habe gerade einmal geblinkt und ich sehe einfach ein Stück Beilift auf meinem Screen. Es ist unfassbar. Sehr interessant aber und sehr gewagter Pick, finde ich auf jeden Fall, weil Teux ist jemand, der in der Midrange auf jeden Fall sehr gut ausharren kann. Oh nein, nicht Lucario, lol. Der Charakter ist cringe. Warte, wo ist Beilef? Ich bin so hart blind. Er ist unfassbar. Okay, da Beilef. Update. Okay. Also. Mal schauen, ob das Commentary genauso unprofessionell wird wie das beim Brexit-Tamt hier auf jeden Fall. Und da joint er gerade mit seinem Lollipop im Mund und so stabil wie ein Adonis, der gute Tuna. Was geht's? Komplimente habe ich nicht verdient, ganz ehrlich. Danke.
aber nein, danke. So, was sagst du hier zu diesem Verlauf des Sets? Also zwei Games hat's. Ich bin der Lolli schmeckt gut, oder? Das voll wir haben zwei Lollis, so, wer Oma die gebracht hat, danke. Welche Geschmacksrichtung? Ich hab keine Ahnung, Alter. Das ist irgendwie fruchtig einfach. Das ist, ich schwöre, diese Fruchtgeschmacksrichtung. Einfach Frutti, einfach Tutti-Frutti. Ja, ja, ich schwöre, diese. So, du weißt ganz genau, was eigentlich ein Chemie ist, aber irgendwie schmeckt es. Ja, ja. Kennst du diese Kaugummi, die aus diesen Streifen waren, die man die so jeder hatte, die aber nach zwei Sekunden scheiße geschmeckt hatten? Ja. Wirklich, wirklich. Jetzt haben wir hier MK gegen Toll. Wie steht es? 2-1 tatsächlich. Also die ersten drei Games waren Richter gegen Incino, aber Toll hat zwei Games gegen seinen Richter tatsächlich gewonnen. Und jetzt ist er geswitcht auf, oh mein Gott, diese Gabel einfach. Erstmal schön zum Spielplatz serviert auf jeden Fall hier pünktlich. Ich muss ja schon sagen, davor hat mich Toll ja schon rückwärts einkaufen nach Hause geschickt. Ja. Im Set davor. War schon ein bisschen böse. So, ich nehme es ihm auch nicht übel. Aber würden jetzt natürlich auch wünschen, dass er so weiterführt. Ne? Und ich muss auch schon sagen, er macht sich auch im Set ganz gut. Und Incineroar ist ja ziemlich so, also ist ja, man könnte sagen, langsam aus der Untertreibung. Der Typ läuft in der Zeit rückwärts, wenn wir ehrlich sind. Und weil es jetzt auch nicht so schnell, aber wisst schon. Ja. Ne, hat er seine, sein Corona-Abstandsmesser. Muss man dazu sagen. Ne? Und Incineroar ist halt komplett so Querdenker, ohne Maske, ja. Komm nah an mich ran, Umarmung. Ich hatte nur dreimal Corona, komm, wir im Jux, Alter. Ich weiß, in dem Sinne, es sind so komplett zwei Welten aufeinandertreffen. So, weißt du? Ich glaube, wenn Sinner so Rage hat, das ist genauso wie wenn er so ein Corona-Defizit hat, weißt du, der rennt so auf dich zu und will einfach so, der will es einfach ein bisschen spreaden, so, weißt du, meine ja, so? Ja, so richtig so, ich glaub nicht an Corona. Ich hab meine Rechte. Ja, ja. Oh, der greift ihn einfach wie so ein Wrestler einfach. Ja, WWE-Style. Das war eine Clothesline tatsächlich. Ja. Also, aber der Upsmash, richtig clean. Ja. Für den Helikopter-Move. Ich wollte gerade sagen, hat ihn einfach erstmal direkt zurück ins. Ja, okay, und er macht einfach den anderen Wrestling. Zurück ins Wasser, Alter. Ja. Das ist eine gute Frage. Ist, ich dachte, der Gänse, wie hast du so gesagt, das funktioniert sie, ja? No Synergy, Alter. Zurück ins Zoo. Ja. Ich würde sagen, ist Zimmer ist schon ein Tier. Ja. Ist schon ein Heimann, aber ich weiß nicht, welches, ehrlich gesagt. Sieht aus wie eine Mischung aus einer Katze. Und Arnold Schwarzenegger. Ja, das war schon eigentlich schon weit gebaut. Denkst du selber, steckst du in Zimmer und im Teile? Oh, safe, Alter. Der Teilnehmer von. Morgens, mittags, abends. Ja, so, so. Weißt du, der Dropkick, ey, du musst dir vorstellen, richtig, diese 300 Kilo ja. Katze. Ja. Dropkick, Schuhgröße 63, straight in dein Face. Das hinterlässt Spuren, Alter. Das hinterlässt Spuren. Ja, genauso wie diese Bäcker-Spuren hinterlassen hat. Das war jetzt ein richtiger Fake-Kill. Ja, und das war es auch. Weißt du, wo ich auch dran denken muss? Weißt du, so, weißt du, erstmal nimmst du ein paar seine Anabolika, neben dem Bircher-Müsli, wahrscheinlich ein bisschen Gains aufzubauen, so. Alle Overnight-Oats, Alter. Ich schwöre. Jetzt wird es ja auch 2-2, jetzt wird es ja richtig knapp. Also, ja, also sehr, ich merke schon. Jetzt sind wir am Punkt angekommen, weißt du, wo jeder Mist, den man baut, einfach das Set bedeuten kann. Ja, und vor allem abseits vom Set, so, ich meine, jetzt hat man gesehen, so mit dem Game, was sich jetzt der gute MK hier geholt hat, hat sich viel ein gutes Katerfrühstück auf jeden Fall geholt hier. Mhm. Also, da sieht man auf jeden Fall, ich glaube, vielleicht ist Inzino nicht der Einzige, der so seine paar Teile schmeißt hier. Und ich glaube, bei Beilef ist ein bisschen was anderes. So, die ja, nehmen... Ich glaube, Beilef ist schon clean. Alter. Ja? Glaubst du? Ich glaube, es ist straight edge, das Ganze, kein Alkohol. Ja, stimmt, der ist auch Lehrer, Lehrerin, so, ich meine. Vegan Life und sowas, weißt du? Ja, stimmt, so, weil ich meine, so. Mhm. Also Awareness, Right is for Future, gegen Redlocks bei weißen Frauen, Scherz. Ey, ich sag dir, man kann immer nicht verbieten, was für Haare man anhat, weißt du, das ist irgendwie so, das ist wieder ein Zeit 30 Jahre zugegangen. Na gut, das haben wir. Violet gegen Incineroar, Game 5. Auf Tunnel City tatsächlich. Da haben wir es tatsächlich, das ist immer so der Traum eines jeden Unparteiischen. Game 5, so viel Spannung wie möglich. Ja. Weißt du, bis einer weint, ja. Tatsächlich so. Blut gegen Blut. Ich glaube, der Einzige, der wahrscheinlich hier am Ende weint, ist Brexit, weil er hier die Wohnung so lange offen lassen muss für dieses Brexit-Summit. Da muss ich auch sagen, weißt du, abgesehen davon, dass der Stock jetzt richtig früh gegangen ist und dass ja. Es richtig eng wird. Auf der eine oder andere Weise, ja. Ich will jetzt nicht sagen, wie, aber. Egal, die zwei Kommentare lassen wir sein. Jedenfalls, ja, am Brexit erstmal schaut, was der Typ schafft es wirklich jede Woche 15 Leute in der Runde. Also, ich bin ehrlich, ich wäre längst durchgedreht. Hätte ich jeden Tag, hätte ich jede Woche 15 Leute in meiner Wohnung müssen. Aber seien wir mal ehrlich, ist Brexit schon insgesamt durchgedreht so? Also ich glaube, er versteckt das einfach nur ein bisschen, weißt du meine? Oder glaubst du, er ist einfach so stramm gebaut, wir so geistig? Wir haben ja das Glück, dass wir tatsächlich in einer sehr
toleranten Community sind. Das stimmt aber auch, ja. Die in so einer Hinsicht wirklich, wirklich nice ist. Und da muss man sagen, ist eine der Sachen, wo ich denke, okay, das hat sich die Community echt verdient, in Deutschland zumindest, und das hat sich in Amerika, wo es alles ein bisschen komisch ist, manchmal die ganzen Leute, die nicht wissen, wie mit Kindern umgehen sollen und das minderjährig vielleicht auch minderjährig heißt. Ist hier zum Glück anders in Berlin. Nicht überall in Deutschland. Oh mein Gott, hast du gerade diesen Nern, du hast mich gesehen? Der hat auf jeden Fall... Ja, einmal geklippt, dankeschön. Das, Und hier, MK, also denkt sich ganz ehrlich, ich bin jetzt nicht so weit gekommen, um jetzt hier abzulösen, Alter. Ich wollte sagen, also dieser Beilift-Counterpick, der hat auf jeden Fall einiges geholt. Hat sich gelohnt, hat sich gelohnt. Und die kommen, die sitzen auch. Ja. Die sitzen wie ein Vater auf der Couch. Ja, auf jeden Fall. Also der Vater, ich meine, du kennst ja am besten. Ja. Das heißt, wenn der Vater zu Hause Fußball guckt, das sitzt einfach. Und das bleibt auch sitzen. Ich wollte gerade sagen, also... Fernbedienung musst du holen, von alle da muss man sagen, ich sag, dieser Beilift, der sorgt ja einfach für Zucht und Ordnung, wie sagt man so schön. Ja. Also am Ende ist der Incinero hier einfach gehomert worden. Einfach gehomert. Ein Vokabular, Alter, oder das Herz, das hast du nicht von mir. Ich bin ganz ehrlich, ich hab das von dem WhatsApp-Status von meinem Vater. Ja, ganz ehrlich, das ist aber nur, ja. Das kann man nicht gegen sagen. Homert, guckst du dir an? Oh, ey, das, oh, der hat's überlebt! Also. Das war DI, Alter. Also mit dem DI. Ich wollte gerade sagen, das war. Respekt, Alter. Hat kurz Mathe-Abitur damit durchgespielt. Okay. Genauso wie er diese Abwehrmänner durchgespielt hat. Und ich muss schon sagen, wow. Der DI war so gut. Der Typ hätte 300 Sachen durch die Autobahn fahren können, hätte direkt rechts reingeschaltet. Solide. Ja. Mit Holger freut sich trotzdem.